Nee, die Kernfrage ist doch, ja, warum schweigt der Dendermann? Warum schweigt der Dendermann? Weil er es kann. Wieso? Nicht einmal dran denken. Nicht einmal dran denken, Leute. Da war der Keulenhild das Vorspiel. Und sonst ist eine Schäde, wie es nachstreichte. Und heute, ja, heute wird ja beim Sex schon der Mann angezählt, du. Ja, und viele Frauen fangen da ja bei 9 an. Verstehst du? 9, 10 runter jetzt meine Kartoffelschnitz verkochen. Und irgendwann ist mir der Kragen platzt und ich sag so, ja, Menschenskinder, ihr werdet doch wohl irgendwo in Österreich auch noch einen Führer haben. Da musst du aufpassen, da musst du aufpassen. Ja, gut, in Wien macht es nichts aus, In Wien, Leute, die lachen drüber in Wien. Ne? Jetzt allerdings, wenn du das in der Steiermark sagst. Du, aber da kannst du sein, die gehen her und besorgen da. Ja. Ich kann nichts erklären, weil mir wäre es ja so lieb, wenn meine Frau einmal sich so äußern tät, ganz einfach, dass das, was sie sagt, auch die Bedeutung hat von dem, was sie sagt. Dass man weiß, was sie überhaupt meint. Was schwätzt sie denn da? Du, es ist ja furchtbar. Pass mal auf, wenn meine Frau doch zu mir sagt, du Schatz, übrigens, vorne am Treppenabsatz steht ein gelber Sack. Du sagst, dann frage ich mich doch, ja, stimmt. Ja, ja. Ich meine, dann frage ich mich doch, was sagt sie das mir? Das weiß ich doch. Ne? Da bin ich schließlich halt schon 27 Mal drauf vorbeigelaufen. Da kann man doch nicht ganz normal sagen, darfst du bitte den Sack da vorne aufstellen. Nein, kann man nicht. Ne? Weil das, was sie eigentlich sagen will, heißt, Schatz, wenn das du den gelben Sack, wo da vorne am Treppenabsatz steht, nicht sofort hinausstellst. Ist die Müllabfuhr, wo soeben vor unserem Hauspark weggefahren und ich ziehe, bis dass sie in 14 Tagen wiederkommt zu meiner Mutter, weil 2 faule Säcke im Haus sind einer zu viel. Das wenn natürlich so Engländer im Urlaub sind, na, dauert es natürlich zunächst einmal 14 Tage, bis sie überhaupt merken, ja hoppla, regnet ja gar nicht. Ja, wegen dem liegen die ja auch immer am Strand rum, wie tote Hummer. Ja, mit Verbrennungen dritten Grades, knallerot, ja, und wenn du nachsprichst und sagst, lieber Gott, lege dich doch ab und den Schirm aus, wieso regnet doch nicht? Du solltest zärtlich, romantisch und nicht zu fett sein. Ich lese gerne und ich kann bis zu 150 DIN A4 Seiten gleichzeitig lochen. Ich bin ein charismatischer, charmanter Typ. Mit dem man Pferde schlachten kann. Am Ende habe ich dir noch ein paar kleine Zeilen geschrieben. Kein Mühe zu viel, kein Weg zu weit. Das Warten eine Ewigkeit. Ich fühle dich. Mein holdes Weib, deinen warmen, weichen Leib. Mahlzeit.